Also kurz TLDR, wir machen jetzt ein Quiz mit von Crazy vorbereiteten Fragen und schauen einfach mal, ob ich lost bin oder nicht. Er hört selbst jetzt schon nicht zu, wird und das erst später, also... Ja, es funktioniert eh nicht, aber schon. Ja, es funktioniert schon. Frage 1. Schätzfrage. Oh Gott, dann muss ich, warte, muss ich das schreiben. Ich muss ja sagen, da ihr die Regeln sowie Erklärungen verstanden habt, starten wir erstmal langsam und einfach. Mit etwas, das die meisten von uns verbindet. Natürlich rede ich vom Zocken. Wir alle haben wohl mindestens ein Spiel in unserem Leben bereits gespielt. Gerade bei dieser Community rückt ein gewisses Spiel in den Vordergrund. Und zu diesem Spiel gibt es viele Fragen. Deswegen kommt die erste Schätzfrage für den heutigen Abend nun. ShellShock Live ist das Spiel, was ich meinte. Es hat hunderttausende Spieler, egal ob aktiv oder nicht. Unzählige Runden wurden gespielt, XP gesammelt und wahrscheinlich auch zwischendurch geraged. Wenn der Schuss mal wieder 1 mm den Bumper, das Portal oder den Buff misst. Etwas. Aber eins kennen wir alle und die meisten von uns nervt es. Nervt es nur deswegen. Welche Länge haben alle Victory Tunes zusammen? Gebt mir die Antwort bitte in Sekunden. Oh, fick dich, Alter! Oh, schreiben oder wenn einer gebastelt hat, das dann sagen? Nee, das ist Schätzfrage, deswegen. Alter! Was ist denn das für eine Scheiße? Bitte nochmal wiederholen, ich hab's gerade nicht so ganz verstanden. Ihr sollt mir direkt die Tunes, die komplette Länge von allen Victory Tunes in Sekunden angeben. Also schreiben. Ich weiß die von dem Secret Agent, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie viele Songs es überhaupt gibt. Scheiße. Ist auch egal, ist ja relativ egal. Okay, in Sekunden. Ich schätze jetzt mal 5. Ja, das ist nicht sagen, nein, sagen, schreib's in PM. Danach können wir drüber reden, wenn er beendet hat. Okay. Ja, schon. Das ist so eine Huso-Frage, Alter, ohne Scheiße. Okay, warte. Okay, ich schaue hier nicht nach, ne? Obwohl ich erst im Hintergrund habe. Also, ich habe eine Antwort, Ja, okay. Lass mich kurz denken. Ich hab's Crazy auch schon geschrieben. Ich hab's dir geschrieben. Ja. Naja, mit Sekunden ist das, glaube ich, ja klar. Oh, ich bin komplett am Arsch. Ich bin ja komplett weit weg. Okay, also ich hab gelockt. Ja, okay. Die Antworten. Warte, wollen wir erst drüber reden oder willst du das auflösen? Erst auflösen und dann wir fangen mit dem niedrigsten Ergebnis an, das ist der Michi. Was? 150 Sekunden. Was? Ja, ohne Scheiß. Ja, ich dachte, okay, ungefähr 20 Songs mal 15 Sekunden. So roundabout. Hä? Die geht doch länger als 50 Sekunden. Ja, kommt mir aber nie so lang. Ich hab die seit 800 Stunden aus, die Scheiß-Tune. Und Panther mit 1111 Sekunden. Alter, das sind 15 Minuten, Alter. Ich hab mit 15 Songs gerechnet, 30 Sekunden. Circa sind... Das sind 450! Ja, scheißegal. Eine Person, die um 24 Sekunden daneben liegt. Oh nein. Gib's dem Roxy. Nein. Und... Panther, du bist es nicht. Oh, scheiße. Och, Mann! Ich will die Flasche wegstellen. Was hat ein Ding getippt? Was hat Nick das getippt? Jetzt muss ich mal gerade das Textdokument, das zweite öffnen. Ich hatte 450. Ich muss kurz mal in Wörter. Ich wollte erst 400 machen. Ich dachte mir so, geht 20 mal 20. Ich dachte mir so, naja, 20 Sekunden sind die Dinger doch bestimmt nicht. Das war wie 15 genommen. Ich dachte, okay, mach mal 350. Statt 300. Ich hätte fast 1200 geschrieben. Das sind also Sekunden, Alter. 1200 Sekunden sind 20 Minuten. Ja. Passt auch. Um 24 Sekunden daneben war der mal. Wenn jetzt du drunter wärst, wärst bei 426. Oh, das ist schon scheiße knapp, Alter. 100 Sekunden ist halt nix, ne? Ja. 1,5 Minuten roundabout. Wow. Wie gesagt, der Whistle geht 15 Sekunden. Was? Nochmal? Whistle. Der Victory Tune, Whistle, das ist mit dem Pfeifen. Ja. Der geht 15 Sekunden. Der längste, davon gibt es 2, 44 Sekunden. Die gehen nicht gleich lang! Nö. Nein. Warum sollten die auch? Ich sag, ihr habt nicht so 8 Stunden schon gefühlt aus. 8-Bit geht zum Beispiel richtig lang. 8-Bit. 8-Bit ja. Geht richtig lang. Und der erste Punkt geht an Niklas. Ja! 18 Lieder, scheiße, Alter. Ja, das sind aber die Tüter. 74 Sekunden. So sieht's aus. Ach du Scheiße, Alter. So, erster Punkt dann. Wie viel waren es jetzt? 400? 474. So, die nächste Frage ist keine. Fast 8 Minuten, Alter. Puh. Oh, Bass-Frage. Das ist eine Bass-Frage. Ihr könnt natürlich jederzeit Bass sagen, wenn ihr denkt, ihr wisst die Antwort bereits. Frage 2. Mit solch einer ShellShock-Frage hat wohl keiner gerechnet. Aber ich muss mir ja schließlich was einfallen lassen, damit ihr Profi-Shellshocker auch mal ins Spiel kommt. Profi, ja. In dem Spiel gibt es viel zu wissen. Gerade als Level-100er kennt man das Spiel recht gut. Ich habe bei der Tournament gewonnen. Es meint eine Gefahr, Level 100 zu sein. Denn es gibt eine Frage, die Level 100er wahrscheinlich täglich mehrfach bekommen. Gerade von Spielern, die noch recht neu sind und hoffen, dass sie ein Achievement bekommen, welches eine Waffe freischaltet. Natürlich rede ich von Death Destroyer Achievement. Die 500 XP interessieren diese Leute eher weniger. Es gibt eine gelbe Waffe, die auch... God Race. Das ist leider falsch. Du bist raus. Sekunde, ich muss... Michi hat. Sekunde, ihr beide kriegt einen Punkt. So, und... Warte. Er hat jetzt nochmal gebuzzert. Michi, ja. Diti. Oder ist leider falsch. Fuck. Ich bin noch frei, Ja, du liest immer weiter und der fühlt Spaß beim Raten. Ich lese nicht mehr weiter. Der liest immer weiter. Achso, ich habe den Punkt bekommen, ja, easy. Ja, aber du kannst noch die richtige Antwort raten. Möchtest du antworten? Ich möchte erstmal die ganze Frage noch hören. Hörst du nicht? Nein, ich lese sie ja nicht fertig. Nö, da will ich es auch nicht hören. Da will ich nicht antworten. Alles klar, dann resetten wir und locken, weil ich dann gerade alles vorlese weiter. Moment, wo war ich denn jetzt gerade? Death Destroyer, frei 500 XP, interessieren Leute eher weniger. Es gibt eine gelbe Waffe, die auch vor einer Zeit gebufft wurde. Und wenn bis jetzt keiner gedrückt hat, um zu sagen, dass es sich um God Race handelt, welche ich großzügig umschrieben habe, muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, auf den Bait seid ihr nicht hereingefallen. Aber welche Waffe gibt es? Aber eine Waffe gibt es, man schaltet sie bei Level 80 frei und diese heißt Nuke. Ja, gut. Deswegen wollte ich nicht antworten. Ihr seid so auf den Bait reingefallen, ihr seid so Idioten ohne Spaß. Ja, ich hätte einfach gewartet, bis die Frage vorbei wäre. Ich habe ja nicht mal als erster gedrückt. Ja, selbst schon. Das ist das Behinderte an Fame or Shame. Gut. Das ist ja schön. Ja. Weiter. Also wer hat jetzt Punkte? Also, aktueller Punktestand ist Michi 1, Fanta 2, Niklas 2. Easy, ohne was zu machen, 2 Punkte. Ja, stimmt. So, ja. Frage 3, auch wieder eine Buzzer-Frage. Also ich, wie gesagt, sag immer, wenn eine Chats-Frage kommt vorher. Frage 3. Ich dachte, ein Three-Point könnte man mal einbauen. Warum nicht? Es erhebt die Gemüter. Wahrscheinlich aber nur auf einer Seite. Aber das Gemüt mal zu erheben, ist in dieser Zeit wahrscheinlich keine schlechte Idee. Wir haben aktuell eine weltweite Krise. Die Corona-Krise. Einige Länder hat es hart getroffen, andere sind von Anfang an sehr gut mit der Lage umgegangen. Aber dies ist nicht die erste Krise, die wir je hatten. Da war die Vogelgrippe, die Schweinegrippe und vor nicht allzu langer Zeit hatte Deutschland ein sehr großes Problem mit EPS. Auch in einigen Regionen, sagt man, soll es dieses Jahr wieder zu einem starken Befall von EPS geben. Man sollte, obwohl es nur eine Raupe, die sich später zu einem Schmetterling entfaltet, es nicht verharmlosen, denn die Symptome reichen von Müdigkeit zu Atemnot bis hin zu Entzündungen der Haut. Wofür steht EPS? Oh. Was okay. Weiß ich, bin ich Naturwissenschaftler oder was? Ja, ich weiß aber, was es überhaupt geht, Alter. Also... Ah! Es geht um Raupe. Ja, stopp! Fanta, ja. Es ist die Eichenprozessspinnerraupe, glaube ich. Weil die hatten wir in den letzten Jahren immer öfters in Norddeutschland. Ist aber falsch, die Antwort. Ich wohne im Süden, Alter. Blame me, aber... Ja, Leute, das ist die Abkürzung. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Eichenprozessspinnerraupe. Nein, der heißt aber nicht so. Ich dachte eigentlich, leider. Also, es ist fast richtig, aber es ist eigentlich falsch. Ich muss sagen, dass das falsch ist. Mann! Ich muss sagen, die heißt wirklich, die heißt ein bisschen anders. Ja. Och, fick dich doch! Eichenprozessionsspinner. Richtig, Eichenprozessionsspinner. Als ob man dazu EPS sagt? Ich kenne EPS-Netzwerk. Oder der Eichenprozessionsspinner. Also es tut mir leid, Fanta, aber... Als ob das Ding gesundheitsgefährlich ist, also fickt einfach bloß die Bäume weg. Nein, das habe ich schon mitbekommen. Nö, echt nicht. Das ist ganz gut für den Menschen. Okay, what the fuck. War bei uns gar nicht so extrem, glaube ich. Nochmal. Bei uns auch überhaupt nicht. Ah, ich habe 3 Punkte, das reicht. Du hast auch 3. Du hast 2. Du hast 2, ich habe 2. Michi hat auch vorhin 1 Punkt bekommen. Ja, aber du hast doch gerade falsch geantwortet. Ja. Ja und? Michi hat auch falsch geantwortet. Du hast ja auch falsch geantwortet. Michi hat richtig geantwortet. Ja, ja, die hat er falsch geantwortet. Ja, es war aber ein Punkt für dich. Ja, es war ein Punkt für dich. Ist egal. Ja, wir müssten jetzt alle 2 haben, oder? Hast du 2 Punkte und Michi hat 3. Warum habe ich jetzt 3? Achso, weil der falsch geantwortet hat. Ja, okay, habe ich gecheckt. Frage 4. Ja, ja. Tiere und Natur ist wohl nicht so euer Fachgebiet. Nee. Obwohl gerade die Natur wunderschöne malerische Landschaften geschaffen hat. Apropos malerisch. Kunst, da sehe ich euch. Gerade wenn es um Musik geht. Michi ist ja sehr musikalisch und singt hin und wieder Lieder von Rammstein oder Helene Fischer. Ab und zu trifft er auch einen Ton. Aber immerhin, er kann besser singen als ich. Beim Schreiben dieses Textes habe ich einen unfassbaren Ohrwurm. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Dieses Lied, das in meinem Kopf aktuell herumschwirrt, hat nicht nur einen ziemlich blöden Text, sondern irgendwie kommt mir was bekannt vor. Aber nur was? Nun kommt erstmal der hochintellektuelle Text. Es gibt Menschen, die heißen Krause, singen Lieder von zu Hause. Dann gibt es Menschen, die heißen Meier, mindestens einen auf jeder Feier. Und es gibt einen, das ist interessant, den hat man Jan Pillemann Otzearsch genannt. Jan Pillemann Otzearsch. Vielleicht kennt ihr dieses Stück Deutsche Liedkunst. Einmal gehört, bleibt es im Kopf. Dank mir später. Doch mir ist etwas aufgefallen. Die Melodie kennt man aus einem recht bekannten Trägen. Oder Sauflied. Sagt mir den Titel dieses Liedes und der Punkt gehört euch. Ach ja, die Band nennt sich Bots. Was zum Fick, Alter. Alles bleibt ruhig. Keine Ahnung. Okay, zähl mal runter. Ich hab den Text noch nie gehört. Noch nie. Ja. Wenn jetzt mit der Heide gekommen wärst, ja okay. 1 und keiner. Gut. Es ist 7 Tage lang. Dieses, was sollen wir trinken? 7 Tage lang. Och Gottes Willen. Ich hab an Saufi gedacht. Das hab ich glaube ich einmal gehört, aber dann nie wieder. Vor 3 Jahren. Ich lock, dafür gibt's eine Nightcore-Version. Es kommt eine Schätzfrage, meine lieben Jungs. Ach, wir müssen wieder DC, warte. Musik. Ohne dies könnten einige nicht leben. Es gibt so viele Richtungen, von Schlager bis Speedcore. Ist für jeden was dabei. Speedcore ist eigentlich jeder Track nur in 3- oder 4-facher Geschwindigkeit. Mein Fall ist es nicht. Aber was mein Fall ist, sind Speedruns. Es gibt beinahe von jedem Spiel einen Speedrun. Einige davon sind unglaublich schnell, andere dauern Stunden, um ein Spiel durchzuspielen. SSL Speedrun Level 100, gib ihm. Euch nach dem kürzesten Speedrun zu fragen, wäre zu einfach. Deswegen frage ich euch, wie lange braucht der langsamste Speedrunner, der das Spiel Baton Kaitos zu 100% durchgespielt hat und damit den inoffiziellen Weltrekord hält mit dem längsten Speedrun der Welt? Antwortet bitte in Stunden, Schrägstrich Minuten, Schrägstrich Sekunden. Oh, frag halt nach GDA, Alter. Ja. Ich hab nicht mal das Spiel verstanden, was es geht. Welches Spiel geht's denn? Moment, wo ist es denn jetzt gerade? Ist es gerade selber? Baton Kaitos. Okay, nicht. Also B-A-T-O. Also ich weiß den Speedrun von GDA, der Zeit heißt, der muss größer sein. Du willst 3 Zahlen haben, ne? Stunden, Minuten und Sekunden. Stunden, also alle 3 Formen. Uff, der längste Speedrun. Aber ich denke, wenn ich der Last of Us 2 Speedrunnen würde, ne? Pff, das ist ja auch nicht so schnell gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh Gott. Ach, gib ihm, Alter, keine Ahnung. Ich hab absolut keinen Schimmer. Wenn er ich hab was geschickt. Ich hab keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Niklas, hast du? Yo. Also ich glaube, der GDA 5 Speedrun sind irgendwas in die 10 bis 12 Stunden. Oh, bitte nicht. Ich weiß nicht, ob das Sidequest oder nur Hauptquest mit reinfließt. Dementsprechend habe ich einfach mal das 2,5-fache genommen. Wir fragen, ich frage euch mal, sollen wir mit dem niedrigsten oder mit dem höchsten und diesmal anfangen? Scheiße. Mit dem höchsten. Ja mit dem höchsten. Löse aber nicht direkt auf, löse einfach erstmal vor. Ich glaube, mit dem höchsten, okay. Glaube ich. Der höchste sicher? Ist von Fanta. Was? Warum über ich? Mit 350 Stunden, 57 Minuten und 12 Sekunden. Ist wirklich? 350 Stunden? Ich habe das Spiel nicht gegoogelt. Ich habe keine Ahnung, wie groß das ist. Ist es überhaupt das Story-Spiel, wo man zum Ende kommen kann? Niklas. Ist egal. Hat 67 Stunden, 45 Minuten und 0 Sekunden. Oh, what the fuck, ich habe ein Drittel davon. Michi hat 26 Stunden. 48 Minuten. Und als ich eine Antwort gesehen habe, sind meine Augen tatsächlich sehr groß geworden. Also wenn ich denke, dass Thunder Faktor 20 oder so von mir hat, oder 15, dann denke ich, ich bin viel zu weit drunter. Michi, da hast du recht, du bist schon mal raus. Das muss ich da erstmal googeln, das Spiel. Um die Sekunden mal sozusagen hat eine Person 24 Sekunden, weniger 22 Sekunden falsch getan. Bitte? Als ob dieses Fix-Spiel 350 Stunden dauert. Bitte? Ich hab echt nicht gegoogelt. Speedrun dauerte 391 Stunden, 19 Minuten, 34 Sekunden von Joel Pope. Der schnellste Speedrun in diesem Spiel ging 339 Stunden, 17 Minuten und 19 Sekunden von Beth. Und ja, man kann das Spiel zu 100% pushen. Ich hab nicht gegoogelt! Ja, gewirrst das Spiel nochmal? Baton Kaitos. Also ja, easy! Ich würde gerne mal in den Stream-Chat schreiben, das wird so geschrieben. Ach du Scheiße! Wo hast du den Stream-Chat jetzt? Baton Kaitos. Wo ist denn der, Stream-Chat? Oder welchen? Ich weiß nicht, ob du einen Stream-Chat hast. Keine Ahnung. Baton Kaitos. Die Schwingen der Ewigkeit und der verlorene Ozean. 2003 Release, Alter. Das voll. Ja. Aber ich hätte da gab es ja GameStar News von 2019, muss er 97 Stunden aufgeben. Speedrun. Also der Rekord sind 391 Stunden 2003. Ja, Moment, für einen 100% Durchlauf. Wie ist denn das Speedrun definiert? Nur Hauptstory durchspielt oder auch den ganzen Leben? 100%. 100%. Ich war davon ausgegangen, dass es 100% 339, gewesen, 17, 19. Ich habe dir 12 Sekunden geschrieben und ich habe mich um gerade mal 7 Sekunden verschätzt. Hey, warte, nein, so der Speedrun ist 341 Stunden. Also bei mir wird hier angezeigt auf speedrun.com. Ja, mit Baton Kaitos ist meine Quelle. Und bei mir ist die GameStar die Quelle. Ja, die GameStar. Auf jeden Fall, das gewonnen ist ja egal. Ja, what the fuck? Ich habe echt nicht gegoogelt danach. Muss man gerade Fanta. Ich habe zwar Google offen. Ja. Ich habe auch aber offen. So. Ich guck dann, ich hätte jetzt halt bloß nach dem Spiel geguckt, wenn er nicht. 3 Stunden. Letzte Schätzfrage. Das sind 15 Tage. Ja. Das ist die letzte Schätzfrage. Kommen wir zur Frage 6. Das ist natürlich. Ja, gut. Ja, der Mann hatte Geduld und Zeit. Aber länger geht immer. Ich bin mir sicher, dass es viele Weltrekorde gibt mit langen Dingen. Da meine Suchhistory schon seltsam genug ausschaut, wegen diesem Quiz überlasse ich den Zuschauern gerne die Suche. Los, googelt mal. Googeln, ein seltsames Wort, aber es steht im Duden. Es ist ein schwaches Verb und gehört zum Wortschatz des Goethe-Zertifikats B1. Ihr könnt damit wahrscheinlich genauso viel anfangen wie ich. Aber ich bin der Quizmaster und lese alles von einem viel zu langen Text ab, der wahrscheinlich voller Rechtschreibfehler ist, aber nur ich sehe ihn, deswegen geht das fit, denke ich. Im Vergleich zu Englisch ist Deutsch sehr schwer. Viele Deutsche werden zustimmen, dass Deutsch eine schwere Sprache ist. Der Fachbegriff für Sprachwissenschaft ist Linguistik. Dieses Wort ist nicht viel einfacher, aber jeder, der es hört, versteht es direkt. Allgemein hat Deutsch viele schwere Wörter und Rechtschreibregeln. Gerade für Nichtdeutsche sind sie doppelt so schwer zu verstehen. Heißt es jetzt der Bus, das Bus oder die Bus? Warum bekommt ein Fahrzeug den männlichen Artikel der? Wir haben 3 Artikel. Der, die, das. Aber was steht im ersten Artikel? Nochmal bitte. Was steht im ersten Artikel? Im Grundgesetz oder was willst du jetzt? Das ist ja Schätzfrage jetzt, oder? Nein, das ist keine Schätzfrage. Der Buzzer ist. Ach, das ist der Buzzer! Ich war auch gerade noch bei Dings. Ja, ohne Scheiß, du sagst, das ist eine Schätzfrage? Nee, das ist die letzte Schätzfrage. Das steht im ersten Artikel. Im ersten Artikel? Was ist denn der erste Artikel, Alter? Keine Ahnung. Natürlich wollte ich euch nur ein wenig auf die Palme nehmen. Wäre echt fies gewesen, wenn ich eine Pause gemacht hätte. Natürlich meine ich den ersten Artikel im Grundgesetz. Warte. Ich check gar nicht, was es geht. Die Unantastbarkeit des deutschen Volkes. Nein. Also der deutschen Bundesliga. Die Unantastbarkeit der Menschlichkeit oder so. Sag einfach falsch. Ist leider nicht korrekt, Michi. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, der hat gegoogelt. Der hat nicht gegoogelt, ich hab gebassert. Das wird jetzt auch. So, hier, der hat im Streamchat geguckt. So, ja, jetzt halt schaue ich da gerade rein. Ich schaue die ganze Zeit so nach links. So. Frage 7. Keine Schätzfrage, Buzzerfrage. Okay, ich schaue einfach nach links, da kann mich keiner ficken. Oder eine Chatshow. Also. Ich gucke einfach ganz normal. Jederzeit. Frage 7. Die verflixte 7. Diese Zahl ist eine besondere Zahl. Man sieht sie häufiger in Casinos, Spielotheken oder auf dem Lottoschein. Sie steht für den Jackpot, die 777. Diese Zahl sticht wegen noch etwas aus der Menge. Sie ist eine Primzahl. Witzigerweise, wenn man die 0 nicht mitzählt, die 6. Primzahl. Eine Primzahl ist eine Zahl, die... Bist du behindert? Ist die 4. Die 4? Bin ich jetzt blöd? Die 4, 2, 4, 5, 7. 2, 3, 5, 7. 1. Die 1 zählt nicht. Ach so, gut, ja gut, dann habe ich mich da vertan, dann tut's mir leid. Bleiben wir bei einer Primzahl, die nur durch sich selbst teilbar ist und durch 1 logischerweise. Bis 100 sollte der Durchschnitt jede Primzahl aufsagen können. Nun fragt euch selbst, ob ihr das könnt. Dies soll natürlich nicht die Frage sein, aber es gibt einen kleinen Trick, wie man eine Primzahl erschaffen kann. Einfach 2 mal 2 minus 1 rechnen. Rauskommt 3 und dies ist eine Primzahl. Oder 2 mal 2 mal 2 minus 1, das ergibt 7, wo wir wieder bei der 7 sind. Wusstet ihr, dass es zur 7 einen recht langen Wikipedia-Eintrag gibt? Zum... Moment, kaum verschluckt. Bis zum Erstellen dieses Quizzes wusste ich dies auch nicht. Natürlich bleiben wir noch ein wenig bei Zahlen oder Mathematik. Dies ist wirklich ein schönes Themengebiet. Auch wenn Mathe nicht immer so leicht ist, als Schüler bekommt man viele Mathe-Merksätze, wie 6 mal 6 ist 36, ist der Lehrer doch so fleißig, oder muss Formeln auslernen, lernt Klammerrechnung und vieles mehr. Was ist 1 plus 2 mal 3? 7. Ja, korrekt. Das ist dann... Ich war einfach großer Tipp. Ich dachte mir am Anfang so, was ist die höchste Primzahl unter 100? Ich wollte schon drücken, Alter, 97. Ohne Scheiß. Nicht 9, ach nee, 99 ist durch 3, stimmt alles. 99 ja. Ist so fast durch alles, 11, 3, 33. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, ich hört immer. Frage 8, wieder keine Schätzfrage, also es kommt bis Frage 10 keine mehr, ne? Ich sag's nur. Ob ich euch damit ran... bekommen habe, kann ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Aber mir hat es große Freude gemacht, diese Frage zu formulieren. Bis jetzt sind die Fragen doch super duper, oder nicht? Also wir hatten schon einige Themen heute, die doch alle gute Überleitungen hatten. Und meine Fragestellungen waren alle fair und kein bisschen zu lang. Als Info, wir sind bei Frage 8, bitte merken. Ich habe bis jetzt in Times New Roman in Schriftgröße 8 ca. 5 Seiten geschrieben. Also Fun pur. Aber ich bin schließlich selber schuld, wenn ich mit der Schriftgröße 8 bei Frage 8 so viel schreibe. Und ich erzähle übrigens, vor einigen Wochen fand er, was die erste Frage sei. Sowie erzählte ich ihm, dass es später im Verlauf eine echt schwere und fiese Frage geben wird. Die da lautet, was war das erste Wort in Frage 4? Willst du mich verarschen, Alter? Ich weiß es auch nicht mehr, obwohl ich die Frage so gesehen wusste. Das erste Wort in Frage 4? Ja, wäre ja echt fies gewesen, wenn ich wenn jetzt eine Pause eingelegt hätte, damit einer drückt und... ja gesagt hätte und ich darauf sagen würde, dass dies falsch ist. Michi hat gedrückt. Hä? Nein, das ist noch von der vorherigen Frage. Ja, setz mal den Scheißbuzzer zurück, danke. Ja, ja mein Gott. Jetzt bin ich natürlich wieder verrutscht. Super, danke. Sein wir so erzähl ich bla bla bla, nein. Fangen einfach nochmal von dass dies falsch wäre. Mann, wäre dies gemein. Aber ich bin ja nett und will niemanden zum Drücken zwingen. Grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen. So muss wollt ihr einen Punkt? Dann drückt jetzt. Und sagt ja gerne. Ja, gerne. Okay, Fanta kriegt einen Punkt. Als ob. So, gut. Wir resetten. Lächerlich. Ich dachte, da kommt es. Ich kannte die Frage nicht. Ohne Witz. Ja, er kannte sie wirklich nicht. Also, er kann nicht sagen. Frage 9. Okay, ich gebe zu, Frage 8 war keine Frage. Aber ich fand's irgendwie witzig. Also, warum? Ich musste ein wenig schmunzeln, als ich mir die Situation vorgestellt habe. Und schmunzeln ist ja wie lächeln und das ist bekanntlich gesund. Genauso wie eine gute Ernährung, genug Sport und nicht rauchen und nicht trinken. Gerade was Ernährung angeht, kann man viel falsch machen. Gerade in Bezug auf Diäten, von denen es unzählige Zeitschriften, in der Promi-Welt oder im Internet gibt. Aber nicht alle sind so healthy, wie sie angepriesen werden. Aber was tut man nicht alles, um so auszusehen wie die Schönen und Reichen? Aus Hollywood und Co. Schauspieler sollten wir einige gut kennen. Tom Cruise in Mission Impossible, Ryan Gosling in La La Land oder einfach der gute alte Robin Williams. Letzterer ist leider viel zu früh von uns gegangen. Goodwill Hunting ist ein sehr guter Film. Oder ein anderer Film, der 2017 seinen zweiten Teil bekam. Im ersten Teil geht es um ein Brettspiel, welches magische und furchteinflößende Kräfte hat. Beim Würfelwurf kommen Riesenmoskitos, beim nächsten verwandelt sich ein kleiner Junge in einen Affen, der nächste ruft Riesenspinnen. Bei diesem Spiel, ruft Riesenspinnen bei, so. Und das Spiel ist beendet, sobald jemand das Ende des Brettes. Ich glaube, Jumanji. Ja, das ist korrekt. Da hat jemand im Chat geguckt, Mama! Nö, ich hab nicht in den Chat geguckt. Nicht? Nee. Ich hab den Chat nicht mal offen. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab mich gestreamt zu. So, Moment. Ich hab beides offen, aber ich guck halt nicht nach. Ich guck nach links. Handy. Ich guck bloß aufs Handy, also auf Discord so gesehen. Nur nie gehört den Film. Filme kannst du mir jagen, Alter, keine Ahnung. Angekommen ist, Robin Williams hat natürlich die Hauptrolle und spielt Alan Parrish. Der Film geht 101 Minuten, ist FSK 12 und erschien 1995. Wie hieß der Film? Jumanji. Ich dachte, hä? Ach so, zum ersten. Ja, keine nie gehört den Film, keine Ahnung. Ja, geilomat, ich hab's gesehen im Streamchat. Ich hab den Streamchat offen, aber ich guck da nicht drauf. Ich guck ganze Zeit auf Discord, aber mich kann das nicht einblenden, von dem her. Ich will auf Discord einblenden, weil Fun damit Facecam spielt. Außer was sagt der Kannst du ruhig einblenden. Kannst ruhig einblenden, hab ich kein Problem. Ja, jetzt sind wir gleich durch, jetzt auch egal. Machen wir später. Ja, ich lieg gerade in dem Stuhl und kann echt wegpennen, so breit bin ich. Frage das nächste Sachen. Oh. Da sind wir bei der letzten Frage. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen, ihr könnt noch ein bisschen. Ein wenig müsst ihr noch aushalten, bevor ihr weiterspielen, weiter trinken oder weiter. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich den Text mehrfach durchgelesen, immer wieder geübt und ein bisschen verbessert, Ideen gesammelt für einen eventuellen zweiten Part. Sollte es euch gefallen, könnte man ja Part 2 des Mitgliederquizzes veranstalten. Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das alles hier zu machen. Bin kacke im Vorlesen. Aber irgendwann muss ich auch mal zum Ende. Es ist auch etwas anstrengend. Gehen wir zum letzten Themenbereich. Dass ihr euch nicht gewundert habt, dass ich das Thema noch nicht angesprochen habe, obwohl Michi gerade live ist. Natürlich rede ich von YouTube. Eine Plattform, die uns so viel anbietet. Auch wenn die Kommunikation zwischen Creator und YouTube eher schwierig ist, kommen wir doch immer wieder zurück zu YouTube. Ich kann sagen, ich bin mit YouTube aufgewachsen. Damals gab es kein Dark Mode, keine Möglichkeit Livestreams hier zu sehen. Das gab's nur im Fernsehen. YouTube war in den Kinderschuhen. Fernsehen war das heutige YouTube, nur ein klein bisschen besser. Doch auch Creator gab es im Fernsehen zu sehen. Zwar viel später, aber da war Kronk bei Stefan Raab, LeFloid bei Stern TV, Unge war im Fernsehen zu sehen und die Piets waren auch bei Raab. Ich finde es fair, dass die letzte Frage sich um die Piets drehen sollte. Denn ohne sie hätte ich wahrscheinlich nie die Idee gehabt, solch ein Quiz mir selbst auszuwerten. Ich denke, jeder kennt Peter fucking Urensmits, Brammen mit 4 und 3 oder Nice to Meet You erstmal, Sepp mit extra Bräune, Jay extra salty zum Mitnehmen, Chris heil unseren Gott. Wie viele Kanäle haben sie auf ihrem Kanal verlinkt? Oh Gott. Die Frage aktuell oder nicht? Was? Die Frage aktuell oder nicht? Die Frage ist aktuell. Ich habe eine Antwort. Ich weiß, ich... 12. Scheiß halt noch lauter. Ach du Scheiße, auf den... Ich hab gebuzzert. Ich hab gebuzzert. 12. Ja, falsch. Okay. Auf dem Hauptkanal verlinkt. Ach. Ist es jetzt eine Buzzerfrage oder eine Schätzfrage? Das ist eine Buzzerfrage. So. Oh Gott. Sonst wäre der Buzzer ja nicht aktiv. Das Ding ist, auf dem Hauptkanal verlinkt sind nicht die eigenen Kanäle. Die habe ich nämlich gerade durchgezählt. Ich guck mal kurz nach. Ich sag die Antwort. Was dabei dazu jetzt noch kommt, keine Ahnung, Alter. Ich würde es nie rüsten jetzt dazu. Aber sag mal kurz den Punktestand durch. Michi 6, Fanta 4, Niklas 5. Ja, da muss ich nichts rüsten. Scheiße. Also wenn du jetzt gefragt hättest, wie viele eigene Kanäle die haben, okay, hätte ich gedrückt. Aber wenn die noch verlinkt haben, puh, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht bei wen. Abgesehen von Kronfeld euch. Okay, ich weiß es. Aber ich sag's. Also ich sag mal so, Anzahl ist auf jeden Fall größer 5. 1. Komm, Alter, ich mach einfach, ich sag einfach 18. Irgendwas kommt einfach. Kannst du viel verlinken überhaupt? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir haben unendlich viele verlinken. Echt, weiß ich nicht. Ja, einen Kanal verlinkt. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen offiziellen Gewinner, das ist Michi. Leider ist die Antwort falsch. Es sind 9. Ja, habe ich gerade nachgeguckt. Es sind auch 9. Das passt. Damit haben wir einen Endpunktestand von Michi 7, Fanta 5, Niklas. Oh, hey, ich bin nicht Letzter! Tatsächlich nur. Die Mitglieder haben mehr Punkte zusammen als Michi. Toll! Geil. Ich will trotzdem eine Rolle! Ihr könnt ja, ich hab Gesundheit. Danke. Falls irgendjemand nochmal nachrechnet. Nino Taku TV, what the fuck, Alter. Das jetzt die haben mit dem doch gar nichts zu tun, oder? Alliance, okay, Dalo, okay, Moondai, sehr, sehr selten, LeFloid überhaupt nicht. Und die 4 Hauptkanäle, okay. So, das sind alle Längen von den ganzen Victory-Tunes. Falls es euch interessiert. Schick's in Mitgliedersektion, schick's nicht privat. Nee. Ich hab's in der Kommentarsektion. Achso. Da sieht's dann halt auch jeder. Ja. Get Shiggy 46 Sekunden, Alter. Whistle 15 Sekunden. 8-Bit. Also ich hätte tatsächlich gesagt, dass 8-Bit die längste ist. Ich sehe ja fast auch. Auf ja, 2 Sekunden ist mal geschissen. Aber Whistle 15 Sekunden bloß. Ja, holy shit. Ich hab eigentlich immer gedacht, das Funmaker, das kürzt. Dieses Whistle ist... Das ist so behindert, der Victory Tune ist so behindert, ohne Witz. Ich hatte mir eine, glaube ich, gekauft, und es war das Secret Agent, immer die 40 Sekunden. Also ich habe mir alle gekauft, von dem her hätte ich es eigentlich wissen können. Ah, warum habe ich jetzt den Stil? Haha, ich muss mal kurz, ganz kurz auf Toilette, ich bin gleich wieder da. Okay. Alter, ist ja sau kurz, Whistle, Alter. Holy shit. Auf jeden Fall... Thanks an Crazy fürs Vorbereiten und fürs Moderieren. Plus 1 erstmal daran. Plus 1 erstmal dafür. Was wir jetzt machen ist Road to 16 Quartiers meinerseits in einem Vortex.